Also, ich habe die Glyphe schon mal gefunden. Ja, wir wissen doch jetzt, was sie ist. Oh, ich habe es trotzdem vergessen. Scheiße. Kapitel 10. Polizeirevier Darkwater. Dank Algernon Drake hat Pierce ein Amulett erhalten, das Sarah Hawkins gegen die Verlockungen, die bösen Mächte, beschützen soll. Die Malerin sprach von ihrem Wunsch, den Dimensionsschlurfer aufzuspüren und zu töten, um so für ihre Sünden zu büßen. Bevor Pierce sie aufhalten konnte, wurde er von der Polizei verhaftet. Ja, das war das Letzte, was wir gesehen haben. Die böse Exekutive hat ihre Krallen um uns geschlossen und vermutlich in eine Zelle weggesperrt, wo wir der Gemeinschaft keinen Schaden mehr zufügen sollen. Ich würde sagen, wir betreten den Wahnsinn einmal. Oh, das ist ein Ü! Ein Ü! Ein überdurchschnittlicher Büroraum. Ah, nachdem ich bereits in einer Gummizelle war, darf ich nun auch in einer Metallzelle sein. Ich habe viel über dich, Mr. Pierce. Alles gut, ich hoffe. It appears that you've been involved in a variety of misdemeanors since your arrival on Darkwater. Entering private property twice. Yeah. Aggression, insulting behavior, and to top it all, arson. Ich habe das Gefühl, dass sie mir was anhängen möchten. Gut. Bin ich bereit zu kooperieren? Okay, ich habe natürlich mehrere Möglichkeiten nun mit diesem überaus sympathischen Polizeibeamten zu sprechen. Ich kann natürlich mit ihm kooperieren, ich kann eine Verhandlung mit ihm eingehen oder ich kann natürlich auch auf Konfrontationskurs gehen. Alle Wege führen nach Rom, aber was mache ich denn jetzt davon? Ich denke, ich bin geneigt dazu, Kontra zu geben. Und das werde ich auch tun. Mit all the liquor that is openly on sale in the middle of prohibition, do you really want me to believe that you're enforcing the law? Enough of that. You're not going to tell me how to do my job. Ah, es war bestimmt genau das, was ich tun musste. That it is you, not me, who is behind bars. There are things going on right now that are so much more serious than what you accuse me of. Yeah? So what's going on that I don't know about? Ah, böse Mächte. Ein gefährlicher Kult treibt sein Unwesen. There's a bunch of fanatics who are attacking this island's most ancient beliefs. I suppose these are the ones who desecrated the statue of Saint Brendan. Vermutlich. While I'm looking at a man who burned down a hospital. Influential people from your community are part of it, operating in the shadows. Genau. You got a real imagination, detective. There was a tunnel leading to their hideout under the Hawkins mansion, but it caved in. Oh, das ist natürlich sehr unpraktisch. Very convenient. Right. Enough time wasted. Come on, I'll show you to your new residence. Ich dachte, da wäre ich schon. I'll be back later to ask you some questions. I hope that you'll make the right choice and confess to everything. It would be as unpleasant for you as it would be for me if I had to adopt more advanced questioning. Verdammte Polizeigewalt. Good night, Mr. Pierce. Oh, das war aber nett. Ja, game over. Mr. Pierce, the truth seeker. We meet at last. Who's there? Oh je. Das kann kein natürliches Phänomen sein. Oh. Das wäre, glaube ich, so ziemlich der Albtraum, oder? Oh, da kommt jemand. Ist aber ein biblischer Name. Not because of the scale of my terrestrial form. But as a reminder of the immensity of my knowledge. Arrogant. Which I came to share with you, human. Ja, also scheint was Besonderes zu sein, aber das war mir von der...
Ja. You will not be able to speak. Ich fände es gut, wenn ich jetzt verschiedene Dialogoptionen zur Auswahl hätte, wo dann auch nur stehen würde. Oh, das ist interessant. Oh, ich möchte mich wehren. I told you to behave. Okay, das hat nicht geklappt. Ich glaube, das ist das, was alle Religionen versprechen. The more you bend your human spirit to make it able to receive the truth, the closer you will come to embrace his power. Schwätz, schwätz, schwätz. Where is the Oracle, Truth Seeker? Would you like to see her? Kann ich jetzt wieder. Puh. Bitte gehen. Das ist, glaube ich, jetzt eine echt harte Entscheidung. Werde ich mich beugen und Teil deines verrückten Kults werden? Oder möchte ich das lieber nicht? Aber das ist echt schwierig. Ich nehme es an. Is she not the very object of your quest? I'll let you see for yourself. But do not forget. Your fate has already been written. Also brauche ich gar nicht weiterspielen? Our paths shall cross again, Truth Seeker. You know the risk, Sarah. If you happen to use your powers again, you may lose more than your life. It is not about me, but innocent lives. I hope that your sources are reliable. Zum Beispiel? The bootleggers have the painting. If the dimensional shambler is to appear, he will do it here. Genau. Aber zum Glück habe ich das Amulett. Werde ich jetzt Sarah spielen? No! Not again! Ja, alles klar, dann bin ich jetzt Sarah Hawkins. Die mehr verlieren kann als ihr Leben. Und wir werden vermutlich auch herausfinden, was das ist, aber na gut, wir gehen jetzt einfach mal weiter und ich werde beweisen, dass hier keinerlei Gefahr besteht. Oh, da hinten ist jemand. Kann ich da runter? Nee, das geht nicht. Aber da liegt jemand. Moment, eine Leiter. No way back. Hm? Oh. Ärgerlich. Ja, sie hat genauso wie der nette Pierce einfach hier eine Lampe dabei, aber hat sie auch ein Feuerzeug? Nee, okay, weil die Lampe ja Öl verbraucht, deswegen werde ich jetzt erstmal natürlich sparsam mit meinen Ressourcen umgehen. So, hier liegt jemand. Ist es Algernon? Nein. Gut, es gibt jetzt mehrere Wege, die ich verfolgen kann. Jetzt haben wir hier nur eine Kürze. So, natürlich möchte ich hier gerne alles von dem Areal sehen. Da liegt auch noch jemand rum. Aber hier scheint es nicht wirklich viel zu geben, mit dem ich interagieren könnte. Moment, was ist das hier? Scheinbar Hintergrundgrafik. Gut. Da unten war noch was. Wie Sie sehen, sehen Sie...
Ja, dann gehe ich einfach mal in diese Richtung. Und zwar diese. Okay, mit diesen Leichen kann ich nicht interagieren. How many are there? Da ist was. Ah, Öl für meine Lampe. Oh. Sieht aus, als ob er bei einem schlechten Friseur gewesen ist. Tut mir leid, dass ich ihre Kopfhaut skalpiert habe. Ja, können wir hier eine Partie Dame oder Schach spielen? Oh, da ist was. Oh, ist das Cat? Oh, da ist er. Der ist nicht freundlich gesinnt. Den Verdacht hatte ich schon länger. Der hat noch ein paar Gliedmaßen auf dem Rücken. Beste Idee ist, dahin zu laufen. Ja, natürlich. Quickly, come with me. Ich weiß im Moment auch überhaupt nicht, was ich zu tun habe. Ich bin jetzt im Besitz dieses einen Amuletts. Erstmal schaue ich, was hier noch liegt. Ach, noch mehr Öl. Alles klar, dann quatsche ich mit dir Ärgern an. The Shambler can open breaches between dimensions. He uses glyphs as anchors to stay in our world. Then I must destroy these glyphs. Exactly. How can I find them? I will make the glyphs visible so you can revoke them. By doing so, this zone will be protected by a barrier. Perfect. Stay inside the shield. Klingt nach Videospielkonzepten. I'll create the protective barrier. Get back inside it as soon as you sense the slightest danger. So, drei Glyphen sind es. The first glyph must have appeared somewhere hier, die hier. Irgendwie bin ich gerade... Ja, okay, hatte ich ja schon. Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, was ich genau zu tun habe. Irgendwo auf dem Boden soll es sein. Hier vielleicht? Das ist es nicht. Ja, das ist keine Glyphe. Der bekannte Glyphensong. Was ist das da? Achso, das ist mein Schutz. Wo ich einfach mal schnell wieder reingehe. Ja, ich weiß doch Bescheid. Ich sehe nur Leichen. Was mich wesentlich weniger beeindruckt. Ja. Ich benutze meine Lampe ja die ganze Zeit schon, aber ich sehe gar nichts. Bis jetzt sehe ich nicht mal eine Gefahr, der ich ausgesetzt bin. Ich vermute, dass ich trotzdem so ungefähr 20 bis 80 Mal vom Schlurfer erledigt werden werde. Das ist auch so schön bei Spielen, wenn man schon weiß, was man zu tun hat. Man findet es aber gerade einfach nicht. Trotzdem labert der Typ einfach die ganze Zeit weiter, als ob man vergessen hätte, was man zu tun hat. Also, ja. Ey. Ah, abgeschlossen. Vom Schlurfi. Ja. Ich war jetzt schon überall. Lass mich verarschen, Herr. Ich glaube, ich brauche neues Öl.
Ja, wo ist... Wow, was ist das hier? Oh. Hat seine Bremsspuren hinter sich hinterlassen. Ach so. Ja, ich sehe schon. Ich war natürlich dumm. Und hab nicht bedacht, dass ich eventuell vielleicht auch mal die Mausknöpfe benutzen sollte. Denn erst dann wird die Lampe wirklich eingesetzt. Glyph. I can't move it. Is it acting against me? The ritual is working. Don't worry. It's just until I ward it off. Oh no. The Wanderer is back. The glyph is ready, sir. Run! So, dann beeile ich mich mal. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. In meinem Rücken irgendwo. Da war er. Ah. Oh. The second symbol has been revealed. You know what you have to do, Sarah. Gut, Schluffi-Schluff scheint aber nur zu kommen, wenn ich die Glyphe schon gefunden habe. Achso, das war die erste Glyphe. Ah, Moment mal. Hier war ich noch gar nicht. Da kann er wahrscheinlich auch durch. Hallo? Ja, danke, dass du es sagst. Es wird Zeit, dass der Typ mal seine Schnauze hält. I need some oil. Oh. I need some oil. The second glyph must have appeared. Let's press on. Was ist hier los? So, ich glaube, er ist hinter mir. Ich spüre schon seine Klauen in meinem Nacken. Gut. Also, ich habe die Glyphe schon mal gefunden. Ja, wir wissen doch jetzt, was sie ist. Oh, ich habe es trotzdem vergessen. Scheiße. Glyphe. Oh, hier kann man sich aber schnell verlaufen in dem Drecksnest hier. Wo war das Ding denn jetzt nochmal? Man ölt schon wieder alle. Ja, ach ja, da ist es. Ja, ich hole mir schnell nochmal ein bisschen Öl. Da. Was ist hier los? I'll never forgive myself for this painting. He's getting stronger and more aggressive. If he catches up with you, try blinding him. Wo bin ich? Wo ist er? Da guckst du doof, ne? Da, Schluffi. Is when matters get complicated. I must breach the barrier to ward off the creature. You have to lure it in front of me, Sarah. Do you understand? Once it goes after you, I need you to guide it towards me. Ja, ich hab's schon verstanden. Glyphi Nummer 3. Das Gute ist natürlich, dass der Schluffi-Schluff mich die ganze Zeit nicht behelligt, solange ich nur die Glyphe suche. Das ist übrigens sehr, sehr nett von ihm. Da kann ich immer noch nicht rein. Ja, vermutlich ist sie sehr nah.
Ich glaube, es ging auch nie um die Entfernung, wenn ich mich hier in diesem blöden Labyrinth zurechtfinden muss. Das ist die Glyphe, die ich schon hatte. Vor allem vergesse ich auch mal, wo die zweite Ressource für das Öl war. I need some oil. Kann ich damit was machen? Nein, kann ich auch nicht. Hier kann ich runtergehen. Ja, ja, hier war ich auch schon mal. Ja. Ach was. Kann ich hiermit was machen? Nein. Oh, da ist er. Brauche ich vielleicht nochmal neues Öl, oder? The glyph is near. I'm sure of it. Hab's'e. Da ist Schluffi. Ich kann mich nicht bewegen. Schluffi hat mich umgebracht. So, wo war das denn jetzt nochmal? Hier die Treppe hoch, ne? Nicht da hinten rum. Ich konnte mich gar nicht bewegen. Drecksschlurfi, ey. Ja, lass mich. Lass mich auslaufen. Ey. Rotzscheiße. Ja, komm her, komm, komm. So, jetzt habe ich dich, Schlurfer. Wo bist du? So, komm her. Sehr schön. Nur noch mal neues Öl. So, ich hab ihn. Was passiert jetzt? Kann ich irgendwas mit dir machen? Nein. Dialogoption wäre lustig. Guten Tag, Schlurfer. Oh, das tut dir weh, ne? Hm. Oh. Nicht mal was du verdienst. Hier, ich quäle den Schlurfer ein bisschen. Da, haha. Das hassen sie. Wer lesen kann? Wer verdammt nochmal lesen kann? So, wann das Bild nochmal da vorne? Hier, da, Schluffi. Oh, ich ärgere mich ein bisschen über mich selber. Ich gestehe, dass ich ein bisschen mehr ein Drama draus gemacht habe, als nötig gewesen wäre. Ich habe mich auch sehr dumm angestellt. Oh Gott, das ist ja voll das schreckliche Schicksal. Oh je. Komm, widersteh es, Sarah.
Kapitel 11, Polizeirevier Darkwater. Gemeinsam mit Algernon Drake hatte Sarah Hawkins den Dimensionsschlurfer nach einem heftigen Kampf endgültig zurückdrängen können. Dieser Kraftakt kostete sie allerdings den letzten Rest ihres Ich-Bewusstseins. Sie ist dem Ruf des Mythos erlegen. Ja, hat der Tobak. Sarah Hawkins. Why did she do it? Damn it. Weil du im Knast sitzt. Hätte ich mal netter mit dem Polizisten gesprochen. Did our guest enjoy our hospitality? Let me out of here. Echt, sonst ertrinke ich schon wieder. I want a short and clear-cut confession. Do you admit your guilt in the case brought before you? You don't have any idea what's happening on this damn island. Chief West, we got a problem. Damn it, not now. What is it this time? Captain Fitzroy, Chief. Some guys have ransacked Roy's bar. They went berserk, attacked the patrons, smashed the place up. It's chaos. This is only the beginning. Let me out. Let's go take a look. Tell Sullivan and Marshall to keep this one nice and warm till I get back. So kommt der nette Wassermann jetzt nochmal? Don't you understand? Das, was da unten stand, sprach aber nicht, was er gesagt hat. Damn, idiots. Ich kann mich schlafen legen. Sehr gut. Das ist vermutlich auch die Option, die ich zu erledigen habe. Schlaf soll ja sehr gut sein, wenn man von Cthulhu besessen ist. So. Truth Seeker. I find you again. Ich bin an derselben Stelle, wo ich vorher war. As promised, I come back to reiterate. Das Schlauste ist er nicht, oder? As your mind expands and finally understands the true nature of the world, your perceptions change. Are you ready to see your world and the ones that live in it as they truly are? Ich würde sagen, das kann ich nicht auswählen. Oh Moment, das wollte ich doch nicht. Trotzdem ertrinke ich dabei noch, wie grausam. Schlimmer als Waterboarding, was hier mit mir gemacht wird. Das bedeutet, nein. Ah. I can't go to sleep. Keep having the same dream. Or should I say nightmare? That pain in my chest is as if I was being skewered. Könnte ein Herzinfarkt sein. Das ist vielleicht die Auflösung der ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist der Zug schon abgefahren. Ja, viele Sachen sehe ich hier. Ich weiß gar nicht, ob ich das sehen möchte. Ah, ein Bild von mir. Ich bin der Star. Schnell raus hier.
Dom, what happened? Come, you'll want to hear what these two Egypts have to say. Oh, darf ich jetzt Catch spielen? Seems like someone decided to grant you your deepest wish. A mutiny? Worse. They killed Chief West. What? And left his body in one of our warehouses. You're kidding. They're all yours. Which one of you is dumb enough to kill a cop and throw him on my doorstep? We don't know nothing. The dead body in my warehouse disagrees. We swear this. It's not us. Hat er das gesagt? I don't have time for this. Spill it. We've got nothing to do with it. Das nehme ich. Cat ist scheinbar ein Meister der Stärke. I want to know everything about the corpse over there. Or I swear you will meet the same end. If we speak to you, we're dead. If we don't speak to you, we're dead. What? No! Listen, miss. We didn't see what happened, but we heard. Ihr lügt. Noises and talkings, like. We've been betrayed. By whom? Go, look at the body. You'll find out for yourself. Interesting. Let's go, Dom. Where is this workshop? I'll go with you. You must be talking about the old boat repair workshop. Ihr Gauner! Wo ist ihr Gauner? Apart from killing a cop on our turf. That's hooey. Boah, ihr seid doch in der krassen Überzahl. Wir gehen direkt durch euch durch. Ihr seid echt Lappen. Do you want me to settle it with some lead? Bis du gezogen hast, da haben sie sich doch schon überwältigt. So steht ihr vor eurer Fischerkumpanen ein. Die Fischergewerkschaft sollte auf jeden Fall mal über ihre Mitglieder nachdenken. A bunch of liquor sponges aren't going to lay down the law around here. I'll take a look at this workshop. Join me when you're finished. Join me when you're finished. So, dann gucken wir mal, wo die Leiche hier liegt. Vom Chief West. Jetzt habe ich bei den Namen gar nicht aufgepasst. Es ist der unangenehme, kahlkopfrasierte Polizist, der Pierce gerade in der Zelle dumm angemacht hat. Ich sehe keine Leiche. Blut sehe ich. Hier ist eine Tür. Sieht natürlich auch Dietrich dabei. Sehr schön, hat funktioniert. Da liegt er. Das ist er tatsächlich. If someone had told me that one day West's work would kill him. Oh, sie verfügt über die gleichen Fähigkeiten wie Edward Pierce. Wer hätte das gedacht? Aber ist sie doch gar kein Privatdetektiv. So. Someone moved the corpse here. Where did the murder happen? We came from here. Mhm, okay, also geht's weiter. Alles schön anschauen, alle Hinweise finden. Da ist auch noch eine Spur. Down the stairs. Oh, Cat hat's drauf. Wir können genau sagen, wo die Blutspur herkommt. Okay, hier war gar nichts. Dann gehen wir einfach mal stupide den Weg weiter. Da ist Blut, aber da kann ich nichts untersuchen. Da kann ich was untersuchen, aber an den umliegenden Stellen nicht. Also schneller hin. So, this is where West was killed. What's that? What the fuck is that? What the fuck? Where did it come from? Das erkennt sie jetzt. Oh, sie ist aber gut in Okkultismus. Ey, der sieht ja cool aus. Gefällt mir. He wasn't alone. Who were those guys? Und sind das Masken oder sehen die so aus? Ich finde es eigentlich cooler, wenn das wirklich ihre Gesichter wären.
Wenn der Hawkins Ehegatte, der hat sich ja auch in so eine Tentakelkreatur verwandelt. There's only one man who smokes these gaspers. Oh. Fitzroy. But who are you? Ah, Mist. That's You're not supposed to be here, Truth Seeker. What's going on outside? Oh, jetzt wird nochmal ein Ego-Shooter draus. So. Next one who gets one in the head. So, jetzt schnell weiter. Mal sehen, ob die wieder aufstehen, die Freaks. Kann ich die Waffe nachladen? Es hat also auf jeden Fall nicht die gleiche Steuerung wie Doom. Das ist, glaube ich, der einzige Shooter, den ich hier auf der Konsole habe. Wo ist meine Waffe? Jetzt habe ich keine mehr, oder was? What the hell? Dom, get out of here. Go. I'll cover you. Ich glaube, Dom stirbt jetzt. Wo ist meine Waffe? Sag nicht, ich hätte nur zwei Patronen.